Hallo Freunde und willkommen zu unserem neuen Projekt im Oktober. Kane, ihr habt es euch ausgesucht, ihr bekommt es. Das Spiel ist von denselben Machern wie von Stasis und ist nebenbei gesagt kostenlos auf Steam erhältlich. Es gibt zwar eine Version für 7 Euro, wo ihr die Entwickler unterstützen könnt, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich probiere jetzt die kostenlose Version aus. Wenn mir das Spiel gefällt, wenn ich will, dass noch mehr Spiele von denen rauskommen, weil die sind gerade an einem weiteren Spiel, das einen postapokalyptischen Touch hat, dran. Und wenn mir das gefällt, unterstütze ich die Entwickler natürlich. Jetzt erst einmal die kostenlose Version. Das Spiel spielt im selben Universum wie Stasis. Dort ging es ja um die Kane Corporation und jetzt ist die Kane Corporation wieder. Das Hintergrundbild macht mich ein bisschen fertig. Jetzt ist die Kane Corporation wieder ein Bestandteil des Spiels. Ob wir irgendwelche Bezüge zum geistigen Vorgänger bekommen, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ich würde mal sagen, wir werfen uns jetzt mal in die Welt von Kane rein. Es wird übrigens, wer den Vorgänger nicht kennt, vermutlich wieder ein Horror-Point-and-Click-Adventure aus der isometrischen Perspektive. So, ich habe es noch nicht gespielt, das ist jetzt komplett blind. Wie bei Stasis. Bin mal gespannt, was ihr mir jetzt wieder eingebrockt habt. Oh Gott, das geht ja schon gut los. Auf jeden Fall mal ein geiles Intro, das so einen leicht filmischen Touch hat, finde ich. I don't want a child. I've never wanted one. I had a plan, and this wasn't part of it. Relax. I promise this won't hurt a bit. How would he know? Thanks. Just a few more items to check off, and we can start. Name and ID? Hadley, 140-3121-09. And the procedure is being paid for by a third party? Yes. No explanation needed. No family listed? No family. It's just me. A special order here. Ah, that's for me. Right then, let's begin. Nurse. Now, count back from 10. 10, 9. You'll be just fine, sweetie. 8, 7. Ich hab's gewusst, es geht wieder in die Richtung Horror. Vielen Dank! Nun ja, der Oktober ist eh diesen Monat, überhaupt ein Horrormonat und bei uns auf dem Kanal werden wir ja noch das ein oder andere Projekt haben. Das passt jetzt. Vielen, vielen Dank, liebe Community, dass ich immer wieder die Horrorspiele bekomme. Wenn sie mir nur wenigstens nicht so einen Spaß machen würden, verdammt! Ja, so stelle ich mir das vor, wenn man ein Kind kriegt. Mother, the battery. You must be awake during the extraction procedure.
Alter! Muss ich irgendwas machen? Beginning fetal extraction pre-check. Alter! Alter! Mann im Anzug. Wenn er nicht gerade nach Luft schnappt, murmelt er vor sich hin und das Surren von Summen der verborgenen Servomotor. Ich hab gerade Angst, was passiert? Ramm ihm das Messer sonst wo rein. Ja! Es tut mir leid, aber die Sequenz musste ich jetzt nicht unbedingt sehen. I'm sorry. Shit. Scan complete. Subject no longer present. Fetal extraction cancelled. Jesus. Still pregnant. Fetal extraction? This is all because of the baby? Aufgedunsenes. Koaguliertes Gewebe. This isn't right. Oh. Wir haben ihm das Skalpell in die Wirbelsäule gerammt. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal. Beschmutzte Bettwäsche. Getrocknetes Blut und Fruchtwasser kleben wie Schimmel an den Plastiklagen. Also nicht mal den Anstand, ein bisschen sauber zu machen, haben die hier. So, dieses Scan-Gerät prüft einen Wirt auf lebensfähige Exemplare. Also man erkennt sofort den Style des Vorgängers. Oh, ein Boden. Geil. Wie oft sieht man im Leben schon Boden? So, Hadley, geh mal an den Computer. Die Gute ist schwanger. Sehr schön. Arm scannen. Nur gültige schwangere Ziele. Meine Güte, was ist das für ein scheiß Computer? Scan complete. Subject no longer present. Fetal extraction cancelled. Diagnostik, so. Okay. Oh Gott. Okay. This is batshit crazy. I am crazy. So, das Programm scheint noch nicht so wirklich. Happy Mother's Day, also das ist jetzt schon. Das ist sehr makaber. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, da unten. Müssen wir irgendwo langlaufen? Schwarze Metallstreben. Puh. Können wir das Skalpell irgendwie zurück? Zoomen kann ich auch nicht. Wo ist denn das komische Fenster? Ah, da haben wir es doch. Was sind das? Datensätze. Nein. Achso, okay. Tja, dann gehen wir doch mal an diesen Terminal. Dann sehen wir doch mal, ob wir die Datensätze benutzen können. Kombiniere Datensätze mit Boden. Nö. Funktioniert nicht. Und hier? Rechtsklick? Nope. Funktioniert auch nicht. So. Das erste Fenster und wir stecken schon fest. Muss ich da was rausziehen? Leblose Leiche. Ja gut, dass sie leblos vorne dran geschrieben haben. Alter, das Spiel ist krank. Jetzt schon. Was ist denn das? Okay, Computerterminal. Ja, das haben wir ja. Meine Güte, das ist das erste Fenster und ich komme schon nicht mehr weiter. Ach, das ist wirklich wie bei Stasis.
Halt doch einfach die Klappe. Arm-Scanner-Steuerung, okay. Scan complete. It worked. Subject in place. Fetus ready for extraction. Okay. Das haben wir jetzt. Wie geht's jetzt weiter? Aktivieren. Room extraction process. Breathe, Hadley. Breathe. Muss ich mich jetzt an das Ding dranhängen oder was? Oh. Das ist kein Fötus. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Wow. Okay, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist, aber dass die jetzt Zwischensequenzen eingebaut haben, finde ich cool. Gut, die gab es vorher ja auch. Mal sehen, in welchem Ausmaß die das hier haben. Alter. I gotta get out of here. Leeres Nichts. Ich glaube, an das Steuerungsterminal müssen wir nicht mehr. Das sieht alles relativ organisch aus, oder? Da haben wir ein PDA. Komm, na toll, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Tja. Bestimmt muss ich hier irgendwie runterklettern. Nein, da brennt's. Da runter zu klettern wäre Wahnsinn. Ich habe meinen Datensatz, okay. Da kann ich nicht hin. Ah, Moment, hier ist eine Interaktion. Okay. Also es ist wieder eine klasse Stimmung. And to think a fall could have been a good thing for me a few months ago. Oh, uncalled for, Hadley. Funny, but uncalled for. Alter. Das war wirklich ein bisschen geschmackslos. Scharfe Beißzange. Naja, ganz ehrlich, bis jetzt kann ich mich nicht wirklich für unsere Heldin erwärmen. Man kann deutlich das Wort Mutter erkennen, das in einer Aluminiumfläche geritzt wurde. Okay. Freigelegte Isolierung. Ich finde ja immer so die Umgebungsbeschreibungen ganz, ganz nice. Ist halt gewöhnungsbedürftig in der heutigen Zeit, aber... Pfui, Teufel. Okay, das ist sehr organisch. Alter! Looks like a shrine. Maybe stabbing that oaf wasn't such a bad thing. Abgehangene menschliche Überreste. Ein obszönes Bild nicht zusammenpassender Körperteile, die unfachmännisch zusammengenäht wurden, bilden eine groteske Fleischmarionette. Nun ja. Die Arme sind an der richtigen Stelle, es fehlt ein Bein. Das andere Bein ist aber auch korrekt, also so ganz unfachmännisch scheint es nicht zu sein. Der Kopf stimmt auch. Ja gut, die haben einen von diesen Schnüren am Arsch festgemacht. Das ist, glaube ich, weniger praktisch. Alter! Ja. Nein, nicht schreien. Danke. Versiegelter Pro... Alter! Hallo? Who's there? Nein. It's dark in here. Bitte, nein, du lebst nicht. I can't see anything. I can't see you. Who are you? Why can't I see? What's happened to my eyes? Where are... God. What is that feeling? My hands. My feet. My fucking skin. I found some spares. What? Nothing. Bad joke.
Where am I? Okay, okay. Keep calm. Was I in an accident? I don't know. I think I can smell blood. Well, I'm Hadley. I can't. Can't remember my name. Can't remember. It'll come back to you. I'm sure it'll come back to you. Wow. Hello? You there? It's dark, but I can hear muffled noises. I can hear my parents. Speak up, buddy! Alone again. Well, as alone as I can be with a kiddo inside me. Wow. Ich habe gerade wirklich gedacht, dieses Ding da würde mit uns reden. Was war das? Was zum Teufel ist hier los? Also ich habe eine Gänsehaut. Verkrustetes Blut und Kerzenwachs und etwas, das nach Ammoniak riecht? Geschmolzene Wachskerze. Wow. Omni-Werkzeugkasten. Gehen wir da mal hin. War ja klar. Das Rote ist ja nicht umsonst. Was haben wir denn da nochmal? Versiegelter Proteinpulverbehälter. Produkte der Marke Soyum sind auf den Erdkolonien inzwischen verboten, aber die Kane Corporation konnte sich die meisten verbliebenen Produktbestände sichern, bevor diese verbrannt wurden. Ja, muss ich damit was machen? Ja, die mit dem Werkzeugkasten kombinieren ist ein bisschen doof. Sake. Hier wird nicht geflucht, Herrgott, Sakrament nochmal. Gehen wir mal an die Kerzen. No. Nö, steht da, nicht no. Bitte die korrekte Aussprache, Hadley. So, dann steuern wir doch mal die Atmosphäre. Ah, okay, dann gehen wir nochmal zurück. Dann klettern wir mal auf der anderen Seite hoch. Das geht bestimmt. Okay. Breathe, Hadley. This must be a side effect. You're still asleep. Nun ja, dafür, dass sie im 9. Monat ist, ist sie ja noch ziemlich fit. Muss man ihr zugestehen. So, einmal PDA, bitte. Oh, das ist dieser... Ew, gross. Kranke Typ. Ach, das sind die ganzen... Ah, okay. Okay. Ich traue mich jetzt schon gar nicht, das zu lesen, aber gut. Alice ist krank. Als ich ihr letzte Nacht vor ihrer Gute-Nacht-Geschichte die Haare gebürstet habe, sind einige Büschel herausgefallen. Und heute Morgen war sie lustlos und blass und sie hat ein Leck. Mutter sagt, dass das Essen in der Einrichtung schlecht ist. Und nur um sicher zu sein, habe ich angefangen, ihr Proteinpulver von meinem eigenen Vorrat zu geben. Aber ich glaube, dass es an etwas in ihren Versorgungsleitungen liegt. Wir pumpen viele nicht regulierte, experimentelle Chemikalien durch die Wirte und vielleicht ist ihr Blut verseucht. Ach Quatsch, experimentelle Chemikalien. Haben wir doch alle schon ausprobiert. Ich muss eine neue Quelle finden. Vielleicht eine Probe von der Brut. Die Gesundheit meiner Schwester wäre es mir wert. Nochmal beim Herumschnüffeln im Kierns? Menagerie erwischt zu werden. Außerdem muss ich meinen Brutgasbehälter ohnehin auffüllen. Was? Das sammelt Fürze. Davon abgesehen ist es eine Gelegenheit für etwas wissenschaftliche Forschungen. Wie Dr. Adams es so schön sagen würde. Wissen Sie, was ich sage an? Was ich sage an? Ich sage an. Ich verstehe den Spruch nicht. Wissen Sie, was ich sage an? Ach so. Ja. Okay.
Ich verstehe den Spruch nicht. Ja, der ist blöd. Aber ich lache trotzdem. Mutter sagt, dass ich über Witze lachen muss. Sonst halten mich die Leute für merkwürdig. Quatsch, wer Fürze sammelt und... Okay, ist alles andere als merkwürdig. Ich habe mich dafür entschieden, eine Liste von Verhaltenseingabeaufforderungen und angemessenen Reaktionen zu machen, weil dieser gesellschaftliche Kram echt kompliziert werden kann. Also Hank, keine fremden Leute beißen, keine Fürze sammeln und, spontan irgendwelche Kindergärten abfackeln wird auch nicht gerne gesehen in dieser Gesellschaft. Ansonsten ist eigentlich alles okay. Ein Tag danach. Verhaltenseingabeaufforderungen und angemessene Reaktionen. Lachen, wenn jemand einen Witz reißt. Zweitens, Josef die Schuld dafür geben, wenn jemand sich beschwert, dass Körperteile aus den Einheiten für die Bioabfälle verschwunden sind. Oder doch lieber einem der Techniker von Kane die Schuld geben. Drittens, verwirrt sein. Der 8. April. Lucy spricht auf die neue Behandlung an. Lucy ist Alice. War Alice. Ich denke, dass dieser Name besser zu ihr passt, da sie letzte Woche ihr neues Gesicht bekommen hat. Sie sieht jetzt viel mehr nach einer Lucy aus. Wir hatten mal eine Praktikantin, die Lucy hieß. Sie hatte einige Sommersprossen auf der Nase. Aber das war vorher. Dann habe ich ihr Gesicht abgeschnitten. Das andere ich, als ich viel älter war, das ist verwirrend. Ich habe Dr. Adams danach gefragt und er hat es mir so erklärt, dass meine Erinnerungen aufgrund des Unfalls nicht immer verlässlich sind. Also habe ich den Teil über ihre anschließende Vivisektion wohl geträumt. Aber die Schreie und die Tränen und die Art, wie ihre Organe unter den Operationslichtern geschimmert haben, Entschuldigung, scheinen so real zu sein. Und etwas mehr als nur ein bisschen erotisch, muss ich zugeben. Das habe ich jetzt vorher nicht gelesen, das hat jetzt wirklich gepasst. Ein interessantes, wenn auch unerwartetes Ergebnis der neuen Quelle der Bluttransfusion ist, dass Lucy nun eine schleimige Substanz ausscheidet, die von ihren Effekten her dem Brutgas ähnelt. Die orale Einnahme führt definitiv zu einer ähnlichen schmerzlindernden Reaktion. Ich habe angefangen, sie von ihrer Haut abzukratzen und in Gläsern aufzubewahren. Der Mutter sagt, dass es unangemessen ist, seine eigene Schwester abzulecken. Ach Quatsch! Ach so, die dritte Regel ist, leck deine eigene Schwester nicht ab. Okay. Wie dem auch sei, jetzt kann ich es mit mir herumtragen und es verwenden, wenn die Schmerzen zu stark werden. Es ist auf diese Art also viel praktischer. Ich weiß nicht, so ein Skalpell im Mund, ich vermute mal, dass das sehr schmerzhaft ist. Der 13. Juli. Letzte Nacht musste ich das linke Bein von Lucy amputieren, obwohl die Martentherapie zunächst einige oberflächliche Verbesserungen zeigte, war die Nekrose schon zu weit fortgeschritten. Und Teile des Beins hatten bereits begonnen, sich aufzulösen. Was für eine Sauerei. Wir haben ein... Ach, das sind Stimmen, okay. Das sind nur die Stimmen in meinem Kopf. Wir haben eine neue Gruppe an Wirten bekommen. Frisch aus der Kane-Familienplanung. Wir sollen sie für die zweite Phase der Produktionsinkubation in dieser Woche vorbereiten. Also sollte ich einen passenden Ersatzspender finden können. Mutters Probleme tauchen aber immer wieder auf und sie sagt, dass die Ingenieure ihre Systeme löschen und ihr Betriebssystem neu installieren wollen. Das darf ich nicht zulassen. Was wäre, wenn Mutter mich nicht mehr liebt? Was wäre, wenn sie mich vergisst? Also Leute, ich vermute allein wegen diesem Text, dass das Ende von Kane ähnlich familienfreundlich wird wie das Ende von Stasis. Hadley ist wieder krank. Oh, Hadley ist Lucy. War mal Lucy. Ich habe beschlossen, sie jetzt Hadley zu nennen, weil ich den Namen in der Akte eines Wirts gesehen habe. Und ich finde ihn ziemlich hübsch. Der Wirt ist auch ziemlich hübsch. Und ihr linkes Bein auch. Ich nehme an, dass die neue Krankheit von Hadley mit dem Pilz zu tun hat, der die Belüftungssysteme in der ganzen Einrichtung kontaminiert hat. Wodurch es zu einer vollständigen Abriegelung gekommen ist. Ihr Mund und ihre Nasenlöcher sind mit einer schleimigen Substanz verstopft. Und eine Lungenbiopsie zeigt eine erschreckende, aber beeindruckende Reihe an. Ich drehe durch. Florian, daran denken, nächstes Mal das Telefon auszuschalten. Nun ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die Folge wäre jetzt ohnehin vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ich gehe ans Telefon. Ciao.